Eine einmalige Gelegenheit lockte am Sonnabend 170 Angelbegeisterte an den Pfaffenteich. Denn nur an einem Tag im Jahr genehmigt die Binnenfischerei Schwerin das Angelvergnügen. Und der Kreisangelverband führt es gerne durch. Lennart Düring vom Schweriner Sportangelverein angelt, seit er laufen kann. Und kann kurz vor Ende der 4 Stunden noch einen kapitalen Fang an Land ziehen. Eine Praxe. Die Großen sind am Grund, also schön tief angeln, direkt am Grund angeln. Dann kriegt man meist auch die Größeren. Und wir benutzen hier Maden, einfache Maden. Begonnen hat das 25. Angeln am Pfaffenteich mit einem heftigen Gewitter. Aber das trug wohl eher noch dazu bei, dass die Fische besser bissen. Allerdings, kein einziger von ihnen wird auf einem Teller landen. Die Voraussetzung, dass wir überhaupt hier angeln dürfen, ist die Abnahme und sinnvolle Verwertung der hier gefangenen Fische. Und damit ist der Schweriner Zoo seit 25 Jahren auch unser Partner, der uns dann die Fische abnimmt zur Fütterung von den Bären, Raubkatzen und nicht die Pinguine, denn die kriegen nur Salzwasserfische. Alle anderen können auch damit gefüttert werden. Die Bären werden sich freuen. Umso mehr, weil eine Geldspende von 1.000 Euro noch dazukommt. 300 Kilogramm Fisch kamen am Ende zusammen. Auch für Lennart Düring fiel das Fazit mehr als positiv aus. Ja, also zufrieden bin ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt 9,2 Kilogramm erreicht, mehr als der Durchschnitt. Ob es für einen Platz reicht, weiß ich nicht, aber werden wir dann da sehen. Und an sich zufrieden, ja. Jedes Jahr lockt das Pfaffenteichangeln Vereine und Einzelangler aus MV, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und aus dem Ruhrgebiet an. Ob die Fische gespendet werden, ist ihnen gleich. Denn schmecken tun diese aufgrund des schlammigen Pfaffenteichbodens eher modrig.